Hallo, ich bin Christian Ruetz von der Ruetz Pipes und ich bin Pfeifenbauer aus Österreich. Und heute sage ich eigentlich, wie man eine richtig lässige Pfeife macht. Ich habe mal, wo ich 16 war oder 18, ich weiß nicht mehr genau, habe ich mir eine Pfeife gekauft einmal mit einem besten Freund von mir zusammen. 10 Jahre her sein circa, habe ich mit durch die Schnitzmesser von meinem Schwiegerpapa habe ich mal probiert, selber Pfeife zu schnitzen. Einfach so aus Spaß und der Freude und das ist dann dabei hängen geblieben eigentlich. Ja. Jetzt ist mein Beruf, ja. Und meine größte Leidenschaft eigentlich, muss ich sagen, ja. Fangen mit sowas an, mit so einem Holzstück, oder? Und dann, das Endergebnis ist dann einfach eine fertige Pfeife. Und von dem Schritt bis zum letzten Schritt, wenn sie poliert wird, ist einfach so viele Schritte dazwischen. Und das fasziniert mich, dass man von sowas nachher also ein kleines, elegantes Pfeife daraus machen kann. Das ist echt das. Und heutzutage ist es einfach sowas wie eine Art Meditation, wenn man eine Pfeife raucht. Es gibt ganz einfache Formen, wo man viel schneller ist mit Schleifen, mit Oberflächenbehandlung. Ich sage mal zwischen 6-7 Stunden bis 25 Stunden. So zwischen 200 und 500 Euro, irgendwo spielt es ja sein. Holzauswahl, dann tut man es einmal skizzieren. Ich mache es so, ich skizziere es dann, dass ich weiß, wie es ausschauen soll. Dann fange ich an zuschneiden mit der Bandsäge. Tue sie bohren die Löcher und drechseln, wo es geht, auf der Drechselbank. Und dann wird einfach alles mit Hand geschliffen. Also Handschleifen ist sehr viel Arbeit und das sind viele Stunden, muss da drauf gehen. Ja. Dann zum Schluss wird eben die Farbgebung noch mit Beize gemacht, wieder abgeschliffen, es wird poliert, es wird der Filter angepasst und dann sollte die Pfeife fertig sein. Ein Ziel ist es natürlich, dass man, sagen wir gut, davon leben kann vom Pfeifenbauen und vielleicht auch, dass die Leute ein bisschen mehr über das Pfeifenthema nachdenken, weil es ein bisschen in Vergessenheit geratet. Kommt man vor, immer meistens sagen, der Opa hat einmal Pfeife geraucht, man kennt es von früher, aber irgendwie geht das in Vergessenheit, kommt man vor. Das ist eigentlich was Schönes, eine Tradition in Tirol, sage ich. Die hat früher alle Pfeifen geraucht und das sollte man nicht vergessen, finde ich.